Eine Produktion kommt zum Erliegen. Hier haben wir Frieden geschlossen. Die Kriegen können sich auch nie entscheiden. So. Jetzt. Aber. Wir könnten so viele Leute aufsteigen lassen. Wir sollten es aber nicht. Dann fehlt nur noch Marzipan und sonst nichts mehr. Das Marzipan ist das Letzte, was wir noch theoretisch erfüllen könnten. Warum wir das machen sollten, will ich jetzt nicht direkt wissen. Aber ich denke, das wird erstmal schon ein bisschen helfen. Teppiche gehen auch inzwischen wieder ein bisschen aus. Und Schmuck. Dann sollten wir wahrscheinlich den Teppichkreis auf einmal verdoppeln, oder? Oder reicht eine einfache, leichte Erhöhung? Ich sag Verdoppelung. Überschuss kann verkauft werden. Wir haben ja Werkzeug mitgenommen, was wir nicht hätten mitnehmen müssen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Aber gut, fahren wir einfach fort, wie wir fortzufahren gedenken. Was in und für sich eigentlich ein ziemlich dämlicher Satz ist. Denn wie sonst möchte man fortfahren? Wenn nicht so, wie man es zu tun gedenkt. Eine theoretische Frage. Reicht das? Kurz warten. Fast. Das wäre natürlich noch deutlich günstiger. Hier reicht es nicht. Warum reicht es dort? Wahrscheinlich, weil Seide ein bisschen pingeliger ist. Das würde hier dann auch nicht reichen. Dann vergessen wir die Idee wieder. Fahren wir einfach sofort, wie wir normalerweise fortfahren würden. Ach komm schon. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Lass das. Hier und hier. Verdopplung ist, glaube ich, noch nicht nötig, oder? Sagen wir einfach, ein weiterer Teppichkreislauf wird das Ganze schon regeln. Oder zwei weitere Teppichkreisläufe werden das Ganze schon regeln. Meine Schiffe dienen Gott. Pack den Transportbutter weg. Lasst uns dem Rat der 10 einfach erzählen, dass dies nicht euer. Da war ja was. Störtebäcker, auch ein schöner Name. Für ein Schiff. Spielt so historisch an. Oh, schon 2 Stunden um. Nett, dass du das sagst, Spiel. Sehr nett. Mir egal, aber sehr nett. Ich weiß deine Fürsorge zu schätzen, aber das
interessiert mich nicht im Mindesten, was du mir zu erzählen hast. Hier hat sich nicht viel geändert. Das, was hier verloren geht, das, was hier dazu kommt, geht hier verloren. Die Bilanz sinkt auch wieder ein bisschen. Wir müssen das Gebiet hier allmählich füllen. Ich möchte für den Hafen bauen. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Ah. Lösen wir das Problem so. Haben wir hier eine Riege entlang, der produziert werden kann. Gut, der Hafen, den wir geplant haben. Ich möchte hier die Hafenmeisterei irgendwo in die Region setzen. Aber wir haben keinerlei Keilmauern, die wir dafür großartig benutzen möchten. Was also tun? Tragbar. Könnte ich mitleben? Machen wir so. Hakelt ein bisschen traurig ineinander über, aber damit kann ich leben. Das hier wird ein bisschen ärgerlich. Es wäre ratsam zu zahlen. Wer bist du? Was? Du sagst mir nichts. Irgend so ein komischer Hassan-Typ, der irgendwas von uns wollte. Keine Ahnung was. Jetzt kommen hier die Eckdinger. Hübsch. Ah. Ah. Ich bin mir noch nicht sicher, was das wird. Aber ich habe das Gefühl, es wird mir gefallen. Ja. Ja. Damit kann man arbeiten. Die Werft möchte ich bitte auf einer einzigen Linie stehen haben, damit die am besten eingebunden werden können. Aber ein Landungssteg. Sowas hätte ich gerne. Wie kriegen wir hier einen rein? Nein, nicht auf diese Art und Weise. Anlegebereich blockiert. Ah, wahrscheinlich, wenn man nicht da dran kommt. Das tut keinen. Tut nicht Not. Das können wir dann. Vielleicht funktioniert er ja so, wenn er hier steht. Wer weiß. Aus welcher Werft denn? Aus welcher Werft soll ein Schiff vom Stapel laufen? Immer diese nutzlosen Backseat-Gamer hier. Verteidigungsanlagen, damit warten wir noch ein bisschen. Reparaturkräne wiederum, die sind der letzte Schrei.
geht voran. Es geht zufriedenstellend voran. Mit Allahs Hilfe wird diese Siedlung einmal eine blühende Oase. Wie viel Parfüm wollt ihr euch noch geben? Ein Speicher. Nach hierhin. Die Werft. Das kriegen wir hier rein. Und zwar beide. Unser beider Welten rücken immer näher zusammen. Der Sultan sandte mich an diesen Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Also hier. Wen interessiert das? Mein Hafen mag auf euch ungeschützt sein. Also hier. Wen interessiert das? Doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans. Wo ist er? Du wagst. Ach, das ist er schon wieder. Ich meine, du wagst es. Holen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hierbei stehen geblieben. Sekunde. Ach komm schon. Können wir jetzt die Werft da reinsetzen und dann... Eine Produktion können wir. Kommt zum Erliegen. Wenn wir jetzt nicht pleite dadurch werden würden, wäre ich damit sehr zufriedengestellt. Kosten übrigens beide gleich viel. Wir müssen uns keine Sorgen drum machen, wir holen uns einfach mal ganz kurz den Bauplan ab. Den ja unsere werten Leute hier gemacht haben. Damit können wir das Teil ja umsonst bauen. Duplizieren wir direkt hier, weil wenn wir den hier duplizieren, wird er automatisch die Werft wieder abreißen, die wir da auswendig hingesetzt haben. Die wir nicht auswendig, die wir da zuerst hingesetzt haben. Und das ist wenig hilfreich. Unser beider Welten rücken immer näher zusammen. Der Sultan sandte mich an diesen Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Also hier hat dich jemand gefragt... Okay, ist das richtig? Wieso, wo geht unser ganzes Geld eigentlich schon wieder hin? Gibt es einen expliziten Grund dafür, dass die Bilanz schon wieder fällt? Oder haben die einfach nur Langeweile? Könnt ihr mal ein paar beleibte Schiffsköche oder so rauswerfen, damit wir in der Lage sind, günstiger Leute hier zu machen? Die Schiffe, unsere Schiffe günstiger zu machen? Wäre sehr nett. Außerdem sollten wir irgendwas verkaufen. Was haben wir denn so auf Lager, was weg kann? Tonkrüge und Gewürze können in größeren Maßen weg. Teppiche nicht so sehr. Könnten wahrscheinlich, will ich aber nicht. Kann noch ein bisschen Mehl mitnehmen. Kommt hier der Werftenbereich hin. Und vom Werftenbereich aus können wir dann... Also hier geht weg. Wenn das erlaubt wird, mit unserem besten Freund diesen Ding hier wieder agieren. Dann können wir schon, wie weit wir damit reinkommen. Ich habe eine weitere Idee. Eine absolut gewiefte.
könnte klappen. Könnte gut aussehen, wenn es fertig ist. Wir bauen aber erstmal die Baupläne für die Werft. Eigentlich reicht ein Bauplan schon aus. Mehr als einen Bauplan brauchen wir hierfür nicht. Ah, übrigens funktioniert der Landungssteg offensichtlich. Das ist beruhigend. Dann müssen wir schauen, wie wir diese beiden Seiten verbunden kriegen. Dann haben wir einen schönen Hafen hier am Rumstehen. Ich würde gerne noch so ein paar kleine Inseln davor setzen, die man dann mit Verteidigungsanlagen ausstatten kann. Diese Baupläne könnten euch nützen. Vergiss immer wieder, dass ich dieses Baumenü aufrufe, du mich anpöbeln willst. So. Und was wir damit machen... Bei Allah, das also ist die Antwort auf unsere Frage. Nett, aber absolut irrelevant. Trotzdem danke. Was? Das sah vorher besser aus. Was ist da falsch? Wir kommen darauf zurück. Ach so, wir haben uns verzählt. So, was kommt schon mal vor? Das passiert auch den Besten. Tschüss! Jetzt haben wir dieses ganze Gebiet hier noch frei. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen wollen. Außer natürlich, dass wir das hier davor setzen können. Na, was soll's, es passt. Stopp, das war glaube ich falsch. Das ist die reguläre Werft gerade. Nein, geh weg. Gut, dann werden wir den Kram mal kurz wieder los, den wir hier verbrochen haben. Denn wenn wir jetzt die irreguläre... Eines ihrer Schiffe an. Nein. Wenn wir jetzt nämlich die irreguläre Werft hinsetzen möchten... Ah. Dann passt das haargenau. Aber ich möchte das nicht so. Ich möchte dann doch lieber den einen Platz dazwischen haben. Ansonsten sieht das zu gedrängt aus.